Moin Leute, am heutigen Tag übernehmen wir einen Foodtruck und zwar beim Foodtruck Simulator. Leute, für die Leute, die vielleicht keine Ahnung haben, das hier ist ein Foodtruck. Das ist so ein mobiles Restaurant. Da gibt es dann sowas wie Tacos, Hamburger. Ah, willkommen in Westside Port. Eine wunderschöne Garage. Ah, das ist mein Truck. Oh, mein Truck ist richtig ranzig. Okay, welche Farbe? Oh ja, das Orange ist geil. Ja. Okay. Junge, das wird es nice. Ich nehme das mit dem Typen, der nur fressen will. Upgrades. Ah ja. Ein Burger-Grill. Wie viel Geld? Ach, da oben, wir haben 1000 Dollar. Dieser Grill ist defekt. Ah ja. Kaufen. Ja, neuer. Kühlschrank. Zack. Neuer Kühlschrank. Die Story des Spiels ist scheinbar, wir müssen Papa stolz machen. Sein Vater hat den Foodtruck früher in Betrieb genommen. Vater ist nicht mehr da. Jetzt macht Paletto das. Oh, guckt euch unseren Foodtruck an. Die Leute werden Palettos geile Burger lieben. So, Stadtkarte. Oh, bei Clara gibt's Nachschub. Was so klar, was noch mal. Okay, ich habe jetzt erstmal alles, was möglich war, bestellt. Für 156 Dollar. Bist du dir sicher? Ja, ich habe sie komplett leer gekauft. So, ab rein ins Auto. Gibt es eine Ego-Perspektive? Ich versuche mal weiter rein zu zoomen. Nee, okay, es gibt scheinbar keine. Dieser Truck. Bei dem Truck würde ich niemals was essen. Junge, grün ist nicht unbedingt eine Farbe, die irgendwas mit Essen zu tun. Also wisst ihr, was ich meine? Aber ist egal. So, Shop nach rechts. Schöne Stadt. Ich fühle mich hier wie bei GDA. Ah, guck mal, da sitze ich. So, Shop weiter geradeaus. Hä, aber ich komme immer weiter weg. Ich schätze mal, Shop jetzt nach links. Boah, schön gedriftet. Achso, warte mal. Hier sehe ich, befreie den Truck, Radio, Handbremse. Ah, Kamerawinkel. Ah, guck mal hier, Alter. Perfekt. Guck mal, jetzt können wir hier schön. Oh! Nichts passiert. Alles gut. Alles. Also warte, hier ist Clara Shaw. So, Clara, ich komme jetzt hier, um meine leckeren Burger abzuholen. Good, good. You're just on time. Ah ja. Danke, Clara. Du, die ist echt Ehrenfrau. Okay, ja, aber das kommt in den Kühlschrank. Good, das ist klar. Good. Automatisch setzen. Ah, das ist auch gut. Ah ja. So, jetzt müssen wir... You know Serenity Park. Ja, Serenity Park ist mein Lieblingspark. Da werden wir jetzt unser Lager aufschlagen. Vorsicht! Hier ist der Typ, der mit seinem Auto in den Park fährt. Palettos geile Buletten kommen jetzt direkt zu euch ins Wohnzimmer. Ich mag Palettos Gammelburger. Sein Truck ist so schön grün. So, Jungs und Mädels. Ah, oh, guck mal. Sieht da lecker aus. Zack, da geht's jetzt. Oh, da wurde gerade einer weggebeamt. Und auf das Ding. Moin. So, beende das Rezept zuerst, ja. Aber welches Rezept? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Beende zuerst den aktuellen Auftrag. Welchen aktuellen Auftrag denn? Mann, die sagen mir, ich soll zuerst meinen aktuellen Auftrag. Aber was ist denn mein aktueller Auftrag? Ah ja, 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 ja. Linke Seite. Okay, 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 okay. Mach den Grill an. Ja, ich mach... Wo ist denn der Grill? Ah, hier. Umschalten. Ah. Clara, Opan. It's not working. Right. You need to take the gas bottle first and put it in the gas machine. Ah ja, Gasbuddel. Welche Gasbuddel? Ach so, ich dachte, das wäre Ketchup. Ah ja, okay, ja, jetzt kann ich es anmachen. Zack, Alter. Wo ist denn jetzt so ein Burger? Kühlschrank. Ah. Ja, einmal so ein leckeres Burgerfleisch roh und gut durch. Okay, beide Sachen müssen gut durch sein. Das ist noch rare. Schneide das Brötchen. Ja, ich weiß ja noch nicht. Warte doch mal, ich weiß doch jetzt noch nicht. Wo ist denn das Burgerbrötchen? Mann, die reden die ganze Zeit. Okay, warte. Ah, das ist jetzt Medium. Regal. Ah ja, einmal ein Brötchen aufs Schneidebrett. Ist hier schon was gut durch? Nee, ist beides Medium. So, dann brauche ich einmal ein Messer. Wo finde ich denn in dieser Gammelküche ein Messer? Oh, das ist jetzt gut durch. Ich lege das schon mal hier hin. Das ist auch gut durch. So, beides ist da. Jetzt suchen wir das Messer. Du musst etwas Schneidbares. Ja, ist es doch. Schneidebrett. Bumm. Du musst etwas Schneidbares. Das ist doch was Schneidbares. Woher kriege ich ein Messer? Jetzt nehme ich nochmal so ein Brötchen. Entferne zuerst das andere Produkt. Eine Stahlbürste. Okay, da hing gerade... Hängt hier irgendwo ein Messer? Sieht hier irgendwo jemand bitte ein Messer? Warte mal, ich pack den mal weg. Vielleicht ist der Burger verbuggt. Und der Burger ist es. Etwas Schneidbares auf das Brett legen? Junge, du willst mich doch verarschen. Das ist ein Burgerbrötchen. Muss ich das Ding vielleicht erstmal auf den Grill packen? Nee. Ah, Left Shift. Ja, jetzt geht's los. Okay, wie muss ich das schneiden? Ach, komm schon. Oh Gott. Okay. Zack. Alles geschnitten. Ja, ja, warte, aber ich muss jetzt erstmal
Die müssen beide knusprig. Ah ja, das ist knusprig. Das ist auch gleich knusprig. Ich hole jetzt erstmal eine Tomate. Und die muss jetzt geschnitten werden? Tomatenscheibe, ja. Aber warte, hier ist knuspriges Brötchen. Okay. Bitte einmal schneiden. Nee, 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 nee. Wie dreh ich das Messer? Move Mouse. Rotate. Rotate. Rotate the knife. Nee, aber egal, dann schneide ich halt hier einmal durch. So. Ja, sehr gut. Oh, guckt euch das an. So toll wird das geschnitten hier. Okay. Ja, warte mal. Also, wir machen erst knuspriges Brötchen, dann den Fleisch, dann Scheibenkäse, zack, dann Bacon, Leute, dann die Tomatenscheibe drauf, dann noch eine Tomatenscheibe drauf und dann Burgerbrötchen. Bam! So und einmal, bitte sehr. Bei mir kommt auch schon die Polizei. Die Feuerwehr ist das, glaube ich. Ich hab's geschafft. 17.000, 17 Dollar, okay. Trinkgeld 2 Dollar. Ich werde reich. Ich hoffe, Ihnen schmeckt Ihr Cheeseburger. Okay. Cheeseburger, knuspriges Brötchen. Ich weiß jetzt, wie es geht. Fleisch gut durch. Okay, aber in der Zeit, wo das Fleisch kommt, da kann ich jetzt ja schon mal hier alles geschnitten. Ebenfalls beide da drauf. Ich hol das jetzt hier schon mal rein. Ja. Oh, Auftrag Doppeldecker-Burger. Okay, Fleisch-Medium. Oh Gott, das ist jetzt schon wieder eine Situation, mit der ich gar nicht klarkomme. Weil Fleisch-Medium. Ja, all Slots are full. Oh, scheiße, da knuspert es doch schon. Cheeseburger gut durch? Medium. Okay. Aber wir haben hier noch ein bisschen Zeit. So, dann brauchen wir jetzt schon mal noch mal einmal Fleisch. Legen wir hier einmal hin. Dann brauchen wir Burgerbrötchen, Schablettenkäse. Warten Sie kurz. Zack. Schablette. Burger drauf. Guten Tag, das ist hier der Doppel. Der Cheeseburger, einmal für Sie. Ja! Gesamtgut vor Zeitablauf. Okay. Jetzt doppelter Burger, Medium. Oh Mist, der ist schon gut durch. Ja, den habe ich verkackt. Okay, der ist aber Medium. Den kann ich kurz mal wegpacken. Dann brauchen wir jetzt noch einmal Brot. Brot muss geschnitten werden. Neue Bestellung. Da habe ich jetzt keine Zeit für. Ich bin richtig gestresst. Fleisch gut durch. Ja, ich brauche jetzt noch eins. Fleisch Medium. Das wird dann der. Ich brauche noch mal Bacon. Okay, mehr Platz habe ich nicht. Tomate habe ich noch aus dem Dingens. So, das ist jetzt Fleisch Medium. Ja, wichtiger ist jetzt erstmal der Doppeldecker. Es ist sowieso, obwohl ich kann hier schon mal noch mal einmal Fleisch drauf. Fleisch gut durch. Okay. Was ist denn das Knuspriges? Ah ja, zweimal knusprig. Sehr gut. Das können wir zumindest schon mal holen. Denn dann brauchen wir einmal hier. Dann Medium, Medium. So. Ah, das ist noch rare. Ich packe hier erstmal Medium. Da ist auch nochmal Medium. Was ist passiert? Ah, Propan ist alle. Ja, schmeiß weg, Alter. Bist du dir sicher? Ja. Ich habe hier noch einmal Propan rein. Bam. Sehr gut. Dem wieder an. Wie viel Zeit? 100 Sekunden habe ich noch. Okay, Bacon gut durch, Tomatenscheibe, das war einfach gut durch. Oh, ich könnte schon wieder ein Brötchen kann ich drauflegen. Gleich erstmal schneiden. Oh, was ist hier? Ah ja, gut durch, dann kommt Tomatenscheibe, Scheibenkäse und knuspriges Brötchen. Ja, wunderbar. Einmal den Doppeldecker-Burger. Jawoll, 20 Ditcher nochmal pünktlich. Alter, das ist gut. So, hier für den brauchen wir gut durch. Das lege ich schon mal zur Seite, das schneiden wir jetzt einmal durch. Zack. Knusprig? Ja, knusprig. Sehr gut. Der Grill ist ein bisschen siffig, habe ich das Gefühl. Aber egal. Oh, jetzt kommt hier noch ein Cheeseburger. Fleisch gut durch. Und sonst noch was? Nee, dann gleich noch knusprige Brötchen. Immer was los bei Palettos geile Buletten. Fleisch. Was brauchen wir für den klassischen Burger? Ah ja, da brauchte ich nur das Fleisch. Also die sind schon knusprig. Sehr gut. Zack. Zack. Einmal bitte sehr. Einmal der Cheese. Klassischer Burger. Bitte sehr. Auch wieder gut. Ich habe scheinbar ein Level. Prestige Level Up. Ausgezeichnet. Knuspriges Brötchen. So, einmal bitte. Zack. Dann gut durch. Dann einmal Scheibenkäse drauf. So, einmal hier. Einmal Ihren Cheeseburger. Bam, Junge. Wieder 14 Dollar. Das ist perfekt. Und auch noch Prestige. Schnapp dir deine Stahlbürste. Okay. Jetzt wird geschrubbt. Oh ja. Achso, ich muss zuerst den Grill ausschalten. Oh ja. Da muss geschrubbt werden. Die Grill-Dirtiness. Oh ja. Die muss richtig weggedirtied werden.
Oh ja, ist aber jetzt ist schon gut sauber. Oh ja. Perfekt. Und jetzt hier wieder anhaken. Fahr zurück in die Stadt. Sehr gut. Öffne zuerst die Kabel. Sagst du mir jetzt nicht, wo ich hin muss? Nachtclub? Ne, erstmal fahre ich nach Hause jetzt. Oh, kleine Kollision. Der beste Foodtruck auf der Welt. Es ist Palermos. Geile Buletten. Lecker, bei Palermos geile Buletten kriege ich immer Durchfall. Ja, aber das ist auch das, was man braucht nach einem leckeren Burger. Bei Palermos, da gibt es auch noch Durchfall im Menü. Ich hätte gern eine Cola, Burger und Durchfall. Kleiner Timmy, keine Sorge, Durchfall gibt es bei Palermos geile Burger kostenlos dazu. So, dann lassen Sie mich mal rein. Vielen herzlichen Dank. So, ich bin wieder zurück. Bau die Fritteuse ein. Ich muss zum Computer. Alter. Eine freaking Fritteuse. Upgrades. Fritteuse. Oh, kaufen. Alter. Ich habe Pommes freigeschaltet. Und einen Gefrierschrank. Kaufen. Als ob. Jetzt kaufe ich wieder die Sachen. Bacon. Wird alles schön eingekauft. Ah ja. Propangastank wird auch voll. Zwiebel. Rohe Pommes. Ketchup. Mayonnaise, Senf, Fritteusenfett. Oh, geil. Ja, ich will kaufen. Let's go. Hol die Bestellung bei Claras Laden ab. Mach auf den Laden. Ich habe das Gefühl, das Spiel könnte leicht rummeln. Ich bitte das zu entschuldigen. Ich habe einen krassen PC, aber... Junge, nachts geht hier. Ich habe, oh Gott, ich habe aus Versehen jemanden überfahren. Das war ich nicht. So, Clara, ich bin da, um die fetten, saftigen, dicken Pommes reinzupacken. Super. Zusammenfassung Rabatt erhalten. Fahre zum Verkaufspunkt in der Nacht. Okay, Leute, das war's mit einer kleinen Runde vom Food Truck Simulator. Wenn es euch gefallen hat, ihr Lust habt auf eine weitere Folge, wo ich geile, leckere Pommes verkaufe, dann lasst unbedingt ein Like da und schaut auch gerne auf paluten.shop vorbei für Mini-Paluten und Mini-Evil. Und hier ist jetzt bestimmt auch der Team-Paluten-Kanal verlinkt und weitere Videos. Danke sehr. Habt noch einen traumhaften Tag. Habt rein. Tschüss.